Oh, moin moin, Leute, herzlich willkommen. Weiter geht's zum LS22 auf dem Friesischen Marsch. Wir haben gerade erstmal einen ganzen Schwung Paletten ins Warenlager gepackt, ins allgemeine Warenlager. Würden wir jetzt wieder ganz paar Leerpaletten rausorganisieren, damit wir dann vorne den Schlachterbedarf decken. Wobei, nee, jetzt machen wir anders. Wir fahren Umweg über den Tischler oder über das Sägewerk, holen Bretter, schmeißen die Bretter beim Tischler rüber und beim Tischler holen wir uns ein paar Leerpaletten. Und damit decken wir dann den Bedarf beim Schlachter. Dann haben wir da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Ganz, ganz geschickt. Wow. So, also ab zum Sägewerk Palettenausgabe. In der Zwischenzeit checken wir mal, wie weit unser Flug ist und fahren sonst mal mit dem Steinesammler rüber. Guck mal. Der ist eigentlich gleich fertig. Dann haben wir da hinten noch diesen, ne, die Aussparung. Und dann sind wir damit fertig. Also können wir ruhig schon mal mit dem Schüttgut irgendwo hinfahren. Haben wir noch Sorghumhirse? Oder sind wir out of Sorghumhirse? Was schade wäre, weil viel zu früh dann leer ist. Ja, ist leer, ne? Weil sonst hätte, würde hier was angezeigt werden. Na gut, wir haben Hirse abgegeben in der Zuckerfabrik und wir haben Hirse abgegeben in der Malzproduktion. Scheint mir so zu sein, als hätte ich davon noch viel, viel zu wenig. Das ist ja unangenehm. Guck mal, im Januar, dann läuft es ja noch, ne? Im Januar sind wir schon leer mit Sorghumhirse. Das ist ja traurig. Aber wir können noch mal gucken. Weiteres Mal Schweinefutter vielleicht. Als nächstmeistes hat die Brauerei. Müssen wir hier oben eigentlich nur ändern. Auf Brauerei. Schweinefutter. Und schicken wir los. Arbeit beendet ist der Flug. Dann müssen wir wahrscheinlich selber noch nacharbeiten. Dann könnten wir aber auch nochmal gucken wegen den Autodrive-Kursen da auf der Ecke. Dann werden wir uns darüber jetzt darum wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen kümmern müssen. Denn was sind das hier für Linien? Und wie macht man das noch in beide Richtungen? Muss man es dann immer anklicken oder kann man in beide Richtungen aufnehmen? Weil das sind in beide Richtungen Kurse irgendwie, ne? Hier ist Feld, Abfahrerfeld 22 hier drüben. Urlaub? Wir waren auch gerade erst im Urlaub. Der eine oder andere hat es ja vielleicht gesehen, das Zypern-Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaltet und nochmal ein Like da lässt, ne? Und einen Kommentar. Nein, wir haben keine Sommerferien, Urlaub mehr oder was auch immer. Aber natürlich, wir wohnen ja nicht ganz so schlecht hier bei uns im Norden. Wir werden vielleicht mal schön, ne, dass wir nochmal einen Strandtag machen, klar. Vielleicht nochmal hier Freizeitparktag. Ja, die ganze Ecke muss halt noch gepflügt werden hier, ne? Nebenstrecke beidseitig. Ja, wie kann ich das denn auswählen? Ich kenne nur normale Nebenstrecke. Das habe ich ja bisher einigermaßen jetzt hingekriegt. Aber Nebenstrecke beidseitig. Ich weiß, wenn man es aufgenommen hat, kann man immer noch den einen Punkt anklicken und dann den in die andere Richtung und dann geht er auf beidseitig. Aber muss man das per jeden Punkt machen oder kann man pauschal beidseitig aufnehmen? Im griechischen Teil. Also wir waren praktisch im Süden, Südosten, wenn man sich jetzt Zypern anguckt. Und wenn du es tatsächlich noch nicht gesehen hast,
Ich freue mich ja immer, wenn da jemand nochmal reinschaltet, weil solche Videos sind immer schon, ne? Klar, ist nicht LS, interessiert dementsprechend auch nicht jeden, aber solche Videos sind schon ziemlich aufwendig zu schneiden. Da steckt immer eine Menge Arbeit drinne. Und umso mehr freut man sich, wenn es ein bisschen freundliches Feedback gibt in Form von einem Like und einem Kommentar. Hilft natürlich dann weiter. Und da, glaube ich, dürfte nochmal der Link sein zum Zypern-Video. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, unseren Urlaub, kleine Zusammenfassung von unserem Urlaub. Ist ja mal gerade 3 Wochen her, ne? 4 Wochen. Circa. Und dann war ich jetzt ja gerade mit meinem Sohn noch eine Woche im Fußballcamp in Dortmund. Und dann ist er erstmal gewesen mit Urlaub, ne? Also die Urlaubskassen sind praktisch geleert. Und ob die jetzt nochmal voll werden in den nächsten Monaten, weiß man nicht. Und Shelly ist ja auch noch praktisch. Sie ist am 1.3. bei einem neuen Arbeitgeber angefangen. Da wird jetzt auch kein Urlaubs. Nein, ich sag mal, ne? Das ist ja eh noch theoretische Probezeit. Da hat man auch keinen Urlaubsanspruch. Kann man schon froh sein, dass wir da, ne, wie gesagt, die Zypernwoche schon hingekriegt haben. Ja, Ausbauvideo soll auch mal bald weitergehen. Oben ist natürlich immer noch eine Baustelle. Scheiterte bisher eigentlich jetzt irgendwie an der Grundidee, ob ich jetzt alles erstmal farbtechnisch grundiere, alles einfach erstmal eine Farbe gebe oder ob man halt jetzt schon versucht, so mit diesem grünen Teppich, Gras, Zeugs, die Kanten unter der, ne, überall rum zu tackern. Dann brauchen wir den Zaun, habe ich auch schon gebaut, habe ich auch schon Videos ein bisschen von aufgenommen, muss ich dann auch irgendwann zusammenschneiden, so ein bisschen halt so ein Runterfallschutzzaun, den man komplett selber gebastelt hat. Mit Hölzern aus dem Baumarkt, viel gesägt, viel gebohrt und ja, ne, das muss ja überall rundherum gesteckt werden. Ja, das ist natürlich klar das Herzstück oder ein ganz wichtiger Part nachher, deswegen ja auch gesucht, diese Biogasanlage, das Teil da, was man dann irgendwie da oben mit verbaut. Kleines Fahrsilo, das habe ich auch schon gebaut, muss ich noch anmalen, denn ja, die Feldaufteilung, also generell eine Grundidee ist da, wie man es aufteilt. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich hier noch was brauchen, da noch was brauchen. Gibt es auch die Amazon-Wunschliste. Also na, würde mich freuen, wenn ein paar Bäume kommen demnächst. Da könnte ich ein paar Deko-Bäume setzen. Sonst muss ich halt selber mal schauen, was man sich da organisiert. Muss ja schon lieber. Da gibt es ja auch viel, was nachher nicht schön aussieht. Da werde ich dann wahrscheinlich auch eher einen Euro lieber mehr ausgeben. Sehen die Bäume ein bisschen besser aus, weil so hinten, hinterm Feld Richtung Außenwand. Da wollte ich schon gerne ein paar Bäume einfach setzen. Unterschiedlichen Höhen, Größen, was auch immer. Ach, dann wird das Feld irgendwie eingefasst werden, damit der Kaffeesatz, ne, nicht immer sich überall verteilt, sondern halt im Feldbereich bleibt. Also die Ideen sind im Kopf alle schon da, aber die Umsetzung scheitert halt einfach an Zeit, ne? Aber wie ihr wisst, also wie gesagt, vor 3 Wochen waren wir auf Zypern. Oder ja, vor 4 Wochen und so weiter. Letzte Woche war ich in Dortmund die ganze Zeit. Und ja, dieses Wochenende sind wir auf dem Geburtstag. Und. Mutter hatte gerade Geburtstag. Also von daher ist immer irgendwas. So, wie nehme ich das denn jetzt auf? Nebenstrecke beidseitig. Also doch die Punkte in beide Richtungen verbinden. Ja, die sind gar nicht so günstig, ne? Wenn man jetzt meint, man braucht da mal so 50 Deko-Bäume oder 60, 80, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie viel man tatsächlich braucht. Das hängt ein bisschen von der Größe ab, aber 50 Deko-Bäume brauchen wir bestimmt über die ganze Anlage verteilt. Damit es nachher ein bisschen auch nur ein bisschen grün halt ist. So, also würde ich jetzt hier wieder neu ansetzen, richtig? Ich würde jetzt einmal versuchen, rundherum zu fahren. Die connecten. Vielleicht vorher den einklappen, dann können wir auch ein bisschen besser außen längs fahren.
Was ist das? Das ist irgendwie so eine, Fahrt da, ne? Was? Da muss ich jetzt alle anklicken, echt? Vielleicht das nicht, wenn ich so mache? Ne, dann verbindet er mir die beiden Linien. Auch jetzt los. Was mit Rechtsklick? Aufnahme dann auf Rechtsklick. Das ist er, oder? Ist es umso wichtiger, dass ich demnächst mal das Managerprojekt starte und damit ich sowas dann auch nochmal lerne. Und mir dann auch merke, ne? Irgendwann, wenn man es oft genug gemacht hat. Ich wollte mir gerade schon nicht vorstellen, dass Holger das alles auf die Art gemacht hat. Danke für die Hilfe. Was ist das jetzt hier für eine Strecke? Das ist nur eine Strecke, die ausfällt führt, oder? Das ist eine Ein- und Ausfahrt. Sollte ich die jetzt noch so miteinander connecten in beide Richtungen? Einmal in die. Und einmal in die. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber ich fahre jetzt einmal rundherum, ne? Also Auto 3 fürs neue Feld. Die anderen Punkte sind schon zu weit weg, die sehe ich von hier nicht. Linke Alt gedrückt halten und mit der Maustaste einfach auf den Punkt. Juhu, ich könnte auch helfen bei Autodrive Cosplay. Man muss schon ein bisschen treffen, das ist wie Ego-Shooter, ne? Möglichst auf die Punkte rankommen und dann linke Alt-Taste und linke Maustaste. Haben wir zumindest das meiste hier schon mal weg. Das schon die Fläche, wo gestern noch Bäume waren, ja. Jetzt haben wir hier ein schönes Feld, ne? So schnell kann das gehen. Alle Wegpunkte auf einmal löschen. Ist interessanter. Kann natürlich auch hier mit löschen, ne? Aufpassen, dass man nicht einmal zu viel klickt. So, unser Auto ist wieder aus der Werkstatt raus, für die es noch interessiert. Ging relativ zügig denn doch. Aber Kosten waren ungefähr das wie gerechnet, ne? 600 Euro wieder weg. Aber ist dann so. Verschleißteil. Nützt ja nichts. Gut, dann haben wir das Feld soweit, ne?
weiß nicht, hier vorne, das ist jetzt eine Durchfahrt. Ja, man kann sein, nachher, wenn das Feld halt noch nicht fertig, dann fährt er hier mitten durch, ne? Aber es ist jetzt zu schlimm. Ich glaube nicht. Lass das erstmal so. Linke Alt-Taste, und linke Maustaste. Und vorher mittlere gedrückt haben, ne? Damit man halt hier mittlere Maustaste, damit du die Maus siehst. Denn links Alt und linke Maustaste klicken auf den Punkt, den du löschen möchtest. So, Feld ist fertig. Dann kann jetzt, können wir jetzt neu kalkulieren und Steine sammeln, ne? Melde Gehorsam, läuft alles und alles in Produktion. Hervorragend. Wie kann man die zwei Tasten gleichzeitig drücken und fahren? Ja, das ist hier, ne? Pro-Gamer. Spitz. So, Radlager. War kaputt. Verschlissen so. War ziemlich laut das Auto beim Fahren, beim Rollen. Ja, der muss dringend in die Reparatur und Lackierung und Wartung hier. Ein schlechter Zustand, jämmerlicher Zustand hier bei unserem 1050. Der soll ja dann im Frühjahr in die Aussaat, ne? 221 Betriebsstunden, das ist glaube ich mein Führender, ne? Gute Nacht, Olli Connect, danke dir fürs Reinschalten. Schönen Abend noch. Danke, Nachtruhe. Wahrscheinlich nur 01. So, dann sagen wir mal los, ne? Es bringt nichts im Warten hier noch auf die letzten Kleckerkram. Dann versuch mal schön dein Schweinefutter an den Mann zu bringen. Oder an, eher versuch's an. Versuch mal das Schweinefutter ans Tier zu bringen. So, der eiert noch rum zu Zellstoff Wasser, füllt er auf, soll er auch und danach kommt es dann irgendwann zum Hof wieder Gülle-Düngerherstellung. So, den brauchen wir jetzt als nächstes, genau. Guck mal, der hat 188, also knapp gefolgt, aber die sind ja am längsten auf dem Hof. Mit dem kleinen Traktor vielleicht der eine, aber der hat nicht so viel, der arbeitet nicht so viel. Ich werde es die nächsten Tage einrichten. Voraussetzung ist, Fett ist damit einverstanden. Einrichten, was willst du einrichten? So. Und dann wollen wir mal gucken. Raus. Das. 9 Meter. Machen wir 3 Vorgewände lieber. Dann scharf. Ja, passt schon. Mal gucken, wie häufig er sich. Also das Feld ist sehr unförmig, ne? Aber geht. Kurs speichern. Steine. Hatten wir auch noch nicht. Die Shortcuts als PDF bei dir im Discord veröffentlichen. Gerne. Ja,
hat das jetzt wieder nicht automatisch eingestellt, ne? Normalerweise müsste man auch wieder sagen, dass er sich selbst ablehren soll. Da muss ich aber hier nochmal ein bisschen weiter denken. Abfahrer auf 22 ist ja richtig, aber er soll nicht beladen. Er soll den Wind abladen, also brauchen wir irgendwas anderes. Abfahrer fährt 22, abkippen soll er Steine im Hofsilo. Man, so viel Zeit hat er heute eh nicht mehr, sich voll zu sammeln. Ich muss noch zur Schule gehen mit Autodrive, ich auch. Deswegen gibt es ja demnächst ein schönes neues Projekt dann bei mir hier auf dem Kanal. Irgendwie fett, ne? Also auf einer amerikanischen Karte, wenn ich mal mich ein bisschen umschaue, oder australische. Und das so überwiegend versuchen, als LS22-Manager-Projekt laufen zu lassen. Sprich, ne, großen Fuhrpark zusammen organisieren, wahrscheinlich auch alles mit Mietkauf. Und wirklich den, ja, Ackerbau, ne? Auf Getreide aus, Getreide auch verkaufen. Mission machen und mal gucken, wie man da zurechtkommt. Oder ob man pleite geht. In Land der unbegrenzten Möglichkeiten oder in Down Under. Mal schauen. So, einer geht noch. Eine Aufgabe, das erledigen wir noch. Wir wollten hier Bretter organisieren. 113 an der Zahl haben wir auch. Ich will das Sägewerk jetzt aber erstmal weiter produzieren lassen. Ich hab Bock dann im Januar, in der zweiten Januarhälfte. Da warte mal, Saatkalender. Im Februar könnte Baumwolle angepflanzt werden, sonst nix. Also dann können wir eigentlich den Januar versuchen, möglichst schnell hinter uns zu lassen. Nur die Produktion am Laufen halten, das beliefern, was beliefert werden muss. Und zack, durchspulen. Und ja gut, wir müssen ein bisschen gucken. Vielleicht nochmal, ach wie ich denn hier, ich wollte zum Tisch lang. Was Höchstpreise hat, ne? Dass man da vielleicht nochmal schaut. Produkte, die höchstpreisig sind, jetzt im Dezember oder dann im Januar, dass wir die auch wirklich verkaufen. Und ansonsten relativ schnell durchkommen. Oh nein, habe ich jetzt gerade ein Bier abgegriffen hier. Richtig. Naja. Die wurden vielleicht nicht angezeigt. Ich glaube, der hat gut kalkuliert. Sehen wir beim Zweifel erst im Laufe der Zeit, denn wenn er das nächste Mal meckert, dass er voll ist. Das wird nicht mehr heute sein. Das wird erst Donnerstag in einer Woche sein. Wir sind erst in einer Woche hier wieder unterwegs. Komposter möchte Diesel haben. Oh, die Raffinerie, seitdem wir die Bohrinsel haben und Raps haben, produziert eine Menge Diesel. Also ich glaube, da haben wir kein Problem. Deswegen wäre halt so ein zweiter Fischer auch langsam interessant, weil wir einfach genug Diesel haben. Und durch den eigenen Diesel haben Hummer und so weiter, Scholle, Hering, wir in doppelter Menge produzieren könnten. Haben wir auch schon ein paar Tage nicht verkauft. Deswegen sind die Zahlen da auch so hoch. So, Schlachter der Palette. Ich glaube, das wird die letzte gute Tat werden, Freunde. Nehmen wir mal 50.000 mit. Den Rest. Glaub nicht. Holen wir dann ab, wenn wir Spanplatte, USB-Platte und alles mögliche vom Baumarkt dann abholen. Genau, das würde ich dann natürlich machen. Weil wir wollen viel Land kaufen und im Frühling und so weiter, dann haben wir wieder gut was zu tun auf den Feldern. Wird dann auch schon die Felder Stück für Stück kaufen, die wir gerne haben möchten. Damit wir da noch kalken können, düngen können, Unkrautmaßnahmen machen können. Das alles steht ja dann noch an. Weiß auch gar nicht, gab es irgendwas schönes Missionsmäßiges heute? Nö. Whisky, Spaghetti, Bohnen, Sonnenblumen. Haben wir nicht? Können wir nicht.
Sind wir das erste Mal da gewesen? Wir sind aber, ja, also ich sag, auf der, es hat Vor- und Nachteile, wenn man jetzt gleiche Orte wieder besucht. Es gibt auf der Welt so viele schöne Orte, die auch tatsächlich so im Umkreis sind, wo wir mit den Kindern aktuell hinfliegen, ne? So zeittechnisch. Da fällt mir auch gerade ein, ganz Urlaub stimmt gar nicht. Wir haben noch mal ein bisschen Urlaub. Mit dem nächsten Monat. Das war vorhin gesagt, dass wir, ne, das sind noch in den Sommerferien, da sind wir noch eine Woche weg, so ungefähr, aber das war's dann auch. Besuchen wir Bekannte, Verwandte. Ja, Verwandte ist falsch, sind Bekannte. Und das steht auf jeden Fall noch an. Ja, also Zypern ist schon schön. Also auch die Drohnenaufnahmen finde ich, also dieses Wasser, das ist herrlich. Das ist herrlich. Auch so von der Kultur her, alles im grünen Bereich. Ich meine, vergleichen könnte man das natürlich jetzt mit den anderen Urlauben. Ich würde theoretisch fast überall wieder hinfahren, ob es jetzt das gleiche Hotel sein müsste, ne? Oder halt, aber ich meine, ist das andere Vergleich. Griechenland, Kos ist ja ähnlich. Wir haben auch griechisch. Ähnlich wie Zypern angehaucht. Nur das Zypern-Linksverkehr. Das war natürlich echt bei der Fahrt spannend, aber ist zum Glück alles gut gegangen. Und ja, Menorca, Mallorca, wie auch immer. Wobei da eher Menorca als Mallorca. Oder Ventura, schon ein paar Jahre her, wo wir da waren, aber ist auch schön. Ist natürlich typisch für uns Norddeutsche, sowieso auch immer windig da. Da kennt man nicht anders, hier bei uns ja auch. Daher. Gibt viele schöne Orte. Oh, warte, stopp. Vielleicht würden wir nicht alles hier abgeben. Sondern bringen schnell noch den Rest. 10, na, lass mal noch ein paar, bisschen was übrig. 11.000 ist fast nichts, naja. Wie die Molkerei. Die ist dann nämlich unten mit reingerutscht. Ein Tag 19 Stunden. Da haben wir jetzt schon fast 2 Tage unten stehen. Düngerherstellung, Gülle können wir noch machen. Mist. Ja, könnten wir mal bei dem Schafstall noch mal gucken. Bin schon wieder über die Zeit, aber naja, komm. Ja, das Wasser sieht echt herrlich aus, ne? Vor allem auf der Drohne kommt das so richtig gut rüber. Wenn ich nicht viel mit der Drohne geflogen bin, für die paar Mal hat sich das gelohnt, das im Koffer irgendwie sicher zu verstauen und mitzuschleppen. Und doch mal nochmal einen ganz anderen Blickwinkel einfach hat, den man ja sonst nicht hat. Es sei denn, man fliegt ja mit diesen Fallschirmen oder so am Strand und lässt sich von so einem Boot da hochziehen. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt heißt, aber... Jo. Also. Ich glaube, jetzt die ganze Zeit eine Kiste Bier mit mir rum. Wir könnten natürlich den jetzt bei der Brauerei hinstellen und alles aus der Brauerei mitnehmen, was da ist, und uns in Zentrallager einlagern. Und wir sehen oben, was wir definitiv noch von oben alles noch machen. Dann beim nächsten Mal, ne? Wir werden im Dezember noch weiter die Produktion bedienen. Umso besser, umso weiter wir das nach hinten verschieben können. Da oben umso besser für die nächsten Monate. Wegen, ne? Spulen, Spulen, Spulen. Was wir noch machen können. Ist auch was unten neu mit reingekommen. Ist Methan, ne? Da werden wir bestimmt auch genug haben. Aber aktuell ist der Wassertransporter unterwegs. Danach können wir Diesel, Methan... Mist, Gülle. Also die 4 Parts da oben können wir auf jeden Fall noch bedienen. Das ist schon mal gut. Paragleiten. Paragleiten? Weiß ich nicht genau. Kann sein, ja. Rückwärtskurs mit Autoreif eingefahren. Okay. Ja, wir waren ja im Hotel und haben wenig auswärts gegessen. Ist aber nicht günstig. Obwohl, das sagte ich schon mal hier, Diesel immer 1,38. Wir hatten ja Mietwagen für ein paar Tage. Morgens, mittags, abends, am ersten Tag, am letzten Tag, Diesel war immer 1,38 Euro. Das schwankt nicht so wild hin und her wie hier bei uns. Von wegen, ne, morgens mal 1,70, nachmittags mal 1,50, abends wieder 1,70. Immer 1,38 Euro. Das war schon mal cool. Hier wollte ich nicht hin. Wollte einen weiterfahren. Aber auch nur, weil ich hier das angebrochene Bierfass mit habe, das als Booster beim Holzfäller diente. Da hätten wir ja mal ein paar Glasflaschen dort hinbringen können.
So, ja, das mache ich nochmal. Ich gucke nochmal kurz rein, aber das war ja Freude. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Sehen wir heute fast, gestern und heute fast nur eine halbe Stunde Folgen geworden. Aber ich brauche auch ein bisschen Spielzeit mit der nächsten, ne? Zeit sparen, ne? Grün. Raps. Können wir nicht verkaufen. Der ist heilig, brauchen wir zur Weiterverarbeitung in der, da wo Rapsöl hergestellt wird. Das hatten wir aber schon verkauft im Dezember. Also wir haben nichts mehr Großes, was im Dezember jetzt verkauft werden müsste. Na, das wird alles gerade erst wieder hergestellt. Im Zweifel wird das erst wieder in einem Jahr verkauft. Im Januar haben wir noch ein bisschen was. Aber auch nicht so viel. Aber natürlich, wenn wir sowas nachher sehen, ne, das Stadion, Schweinefleisch, Hühnerfleisch und Wurst haben will und so weiter und so fort, vielleicht nachher noch Bier, keine Ahnung. Da werden wir noch ein paar Touren zusammenstellen, dann aber erst im Februar. Ja, wahrscheinlich, ne? Mal Diesel, auch eine halbe Million wert. Da haben wir eine Raffinerie, 257.000 Liter. So, da kann leicht der Kompost dann eine volle Ladung kriegen. Die Holzfäller können wieder aufgefüllt werden. Die Fischer kann aufgefüllt werden und bleibt immer noch ein bisschen was übrig. Dann überlegen wir, ob wir 700.000 oder was auch immer das ist, für den zweiten Fischer vielleicht noch ausgeben. Plus Zementwerk. Mal gucken. Wenn, sollten wir das vielleicht, bevor wir den Januar und Februar viel spulen, ne? Weil dann produzieren die schon gleich ordentlich was. Mal schauen. Heute nicht mehr. Ich danke euch fürs Reinschalten. Schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe. LS. Morgen Abend nochmal, am Freitagabend gibt es auf jeden Fall nochmal Matchmap. Mal schauen, ob die anderen jetzt wirklich aufgeben wollen. Ich glaube nicht. Hoffe ich mal nicht. Im Zweifel ist es so. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, noch irgendwie eine Kuh zu kriegen morgen oder zwei. Mal schauen. Und ja, von daher würde mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Bis dahin, schönen Abend noch, angenehme Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.